So, willkommen zum zweiten Teil der vierten Mission. Wir haben ja immer noch die Truppen der, also die Truppen der Ratte, die wir, die greifen uns an und die müssen wir abwehren. Wir müssen mal einen Bogenschützen ausbilden, haben allerdings gerade einen akuten Einwohnermangel, so daher eine neue Hütte. Die Truppen der Ratte greifen an. Ja, sollen sie mal kommen. Dem Weg. Ich glaube, hier oben könnte man das auch nochmal zumachen. Obwohl, nö, eigentlich bräuchte ich das gar nicht. Da passt ja dann gar kein Kopf an. Das war's also mal so. Bogenschützen drauf. Da kommen sie. Oh. Gucken, ob sie diesmal überhaupt bis an den die Palisade rankommen. Nein. Da nicht und dann. Weit entfernt. Ja, hinzu kommt natürlich zu dem Problem, dass wir. Naja, gut, jetzt haben wir kein Bauernproblem mehr, aber inzwischen haben wir ein Goldproblem. Die kosten natürlich ja auch alle. Wie viel waren es? 12 Gold. Ja, 12 Gold für die Ausbildung. Und 100 kostet hier ein Bogenmacher. Das ist natürlich sehr viel Gold für ja, die relativ bescheidenen Verhältnisse. Wir haben hier nur 34 Einwohner. Die generieren jetzt nicht so viel Einkommen. Sind auf dem Weg. Vielleicht kann man ja hier unten noch die eine oder andere Käserei machen. Spricht eigentlich nichts gegen. Ja. So, mal sehen. Zwei weitere. Und ein Taler fehlt noch. Ah, natürlich auch noch das Holz. Jetzt halt schon mal. Wenn jetzt mit weniger freien Bauern gleichzeitig, müssen wir immer vorsorgen, dass wir, wenn. Und da sind dann. Ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, hier noch eine weitere Hütte zu bauen. Naja, weil wir nicht so viel Nahrungsmittel produzieren. Dagegen fehlen noch ein paar Türme, Plattformen, Türme kann man sie ja nicht nennen, aber Plattformen, auf
die wir dann auch weitere Bogenschützen postieren können. Die brauchen leider immer Kontakt zu Palisade. Da kommt schon wieder der Feind. Wieder 4 drauf. Okay, da hat hier dafür noch 2. Ah, und die greifen natürlich erstmal die Käse rein. Ja, hätte ich natürlich dran denken. Voll, und da vielleicht eine Mauer. Hey, schade. Ja, aber mein Fehler. Ja, das ist ärgerlich. Ja gut. Es bringt einen Mann auch immer. Das ist auch ein Konzept hier, wenn man sich so hinhaut. So, die nächsten zwei, die sollten hier oben hin. So, und jetzt ist er was. Ich hab keine Lust, so lange zu warten, bis hier. Bogenschützen ausbilden. Außerdem können wir die Überschüsse in die Bogen da reinsetzen, in neue Teilmacher rein. Ach so, ja, genau. Ich habe hier natürlich auch mal. Das wäre natürlich auch mal schön, hier sowas zu bauen. Wir haben nicht genügend Holz. So, dann schicken wir doch mal hier zum Bogenschützen hier hoch. In Bewegung. Eine kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Burg. So, mit der nächsten Holzladung, mit den nächsten beiden Holzladungen, bauen wir dann hier oben noch einen weiteren Turm, oder eine weitere Holzplattform davor, und dann wird das Ganze hier eingerahmt, und das hier mit Palisaden zugemacht, sodass dann kein Feind da hoch kann. Bin zur Stelle. Das ist natürlich sehr tragisch. So, das ist die nächste Ladung. Die nächsten 4 haben Platz. Einer noch. So, komm. Nein, nicht. Ah, war der Platz. Die Truppen der Ratte greifen an. Die Truppen der Ratte greifen schon an. Die mal schnell zumachen hier. Mein Herr? Eure Befehle? Bin zur Stelle.
kam mal knapp. So, jetzt aber schnell zu hier. Zugebaut und... So, passt. Ja, dann haben wir jetzt hier einen kleinen Vorposten, der unsere Bauern hier mal ein bisschen beschützen soll. Mit so einem Malheur, wie gerade nicht nochmal passiert. Das wäre mehr als ungeschickt. So, ich glaube, dann können wir hier einen Teil der Bogenschützen auch zum Abrücken. Ja, die Nahrungsmittel sind auch sehr gut aus. Ja, Nahrungsmittelstand. Viel zu langsam schwierig, hier die Bogenschützen noch zu verteilen. So, ich glaube, hier machen wir mal einfach das direkt zu, lassen wir hier nichts mehr anbrennen. Ha, wenn es das mal nicht gewesen ist. Wir holen sie nicht mehr. Sehr schön, da haben wir schon gewonnen. Wir verraten uns mit Sicherheit. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss.